Ich kann gut helfen. Ich kann gut turnen und zeichnen. Und ja, ich bin freundlich. Ich helfe zum Beispiel, wenn jemand von anderen so ein bisschen verletzt wurde, mit zum Beispiel Wörtern oder dass man jemanden geschubst oder geschlagen hat, dass ich dem dann sage, sagt denen, man ist nicht dafür da, dass man anderen wehtut oder einfach böse Wörter sagt. Und ja, dass der das sagen soll, diejenigen, die das machen. Ich glaube, die sprechen dann darüber und vielleicht werden sie dann auch Freunde, wenn sie gut miteinander auskommen. Ich habe das schon mal erlebt und das war sogar mal in der Klasse, also wie ich noch in der Volksschule war. Das war ich und da waren ein paar Jungs, die was ein bisschen gemein zu mir waren. Und dann ist ein Mädchen gekommen und hat gesagt, dass ich denen das sagen soll. Und dann bin ich mit der befreundet gewesen. Also unter der Familie und auch generell in der Klasse und in der Freizeit soll man auch immer freundlich sein. Und wenn man mal keine gute Laune hat, dann soll man die Wut nicht an andere auslassen, weil die können nichts dafür. Ja, ich tue da manchmal Spiele spielen mit den anderen oder etwas lesen oder Witze erzählen. Und vielleicht gehen wir auch mal Radfahren oder mit den Inlinern hinaus. Wenn wir alle, also in der Familie, alle am Tisch sitzen und darüber reden und wenn jetzt zum Beispiel eine Person am Handy ist, dann finde ich das jetzt nicht so toll, weil man kann auch die Person, die was am Handy ist, kann man auch darüber erzählen, was man heute so erlebt hat oder so. Das macht mich glücklich, wenn man zusammensitzt.